Hallo und herzlich willkommen bei Mattis Warentest. Wir wollen heute eine Spielkonsole für Brettspiele ausprobieren. Also doch eine recht besondere Spielkonsole, die es in der Form bisher noch nicht gab. Das Gerät nennt sich Ivio. Das gesuchte Tier wird nicht so alt wie ein ostafrikanisches Spitzmaulnashorn. Spieler Blau, deine Antwort ist falsch. Ivio ist im Prinzip ein Spielleiter für Brettspiele, den man sich mieten kann. Die Konsole wird mit kleinen Speicherkarten bestückt. Mit diesen Speicherkarten kann dann die Spielkonsole den Spielteilnehmern sagen, was sie an welcher Stelle zu tun haben. Aber die Konsole wertet auch aus, wie die Teilnehmer gesetzt haben. Sie wird mit 4 Spielsteinen, den sogenannten Ivis, geliefert, deren Position auf dem Spielbrett die Konsole feststellen kann. Um damit auch tatsächlich zu spielen, muss man einen entsprechenden Kasten mit einem dafür programmierten Spiel kaufen. Das besteht dann aus dem Spielbrett, auf dem man auch die Konsole dann entsprechend verankert, und einem sogenannten Skin, einem Spieleskin, den man dann entsprechend die Tastenbelegung definiert, und der Speicherkarte, die man an der Seite einführt. Ha! Mir gefällt die Ivio so gut. Die ist viel besser als ein ganz normales Brettspiel, weil man muss ja nicht immer die Anleitung lesen. Man kann gleich alles von der Ivio hören. Ich finde es gut, aber auch gleichzeitig schlecht, dass man bei der Ivio nicht schummeln kann. Halt für Schummler ist das natürlich ein großer Nachteil. Und für Leute, die gern ehrlich spielen, ist das ein Vorteil, weil ja, da ist die Garantie, dass jeder gut spielt oder fair spielt. Ivio ist insgesamt ein recht cleveres Konzept, weil es so die Konsolenkinder doch schon wieder so mit interaktiven Features an das Brettspiel lockt. Nachteil ist natürlich, dass man die Konsole selber kaufen muss. Die kostet ungefähr 70 bis 80 Euro. Gibt es auch im Bundle mit Spielen. Ein zweiter Nachteil ist, man muss entsprechend auch dafür programmierte Spiele sich kaufen. Und da ist das Angebot momentan noch relativ dünn.